Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Race Driver Grid zusammen mit Paul Meister und Watson 18. Hallo. So, jetzt aber der Kanal Watson 18 wünscht einen guten Tag. Ja, das freut uns, Watson 18. Wir legen los mit einem Rennen in Washington, der Hauptstadt von den USA. Und wir fahren mit Alter, dem Chevrolet. Alter, Robert, du bist so ein Penner, ohne Spaß. Ich hab Geist gemacht. Echt jetzt nicht. Du hast mich in den Shepard reingerammt und der... Nein, nein, überhaupt bei mir nö, nicht. Nö, Robert, nein. Guck, da ist... Ja. Hä? Ja, Luis, du kannst bezeugen, dass da nichts ist. Ja. Ich hab gar nicht euch gesehen. Ich war in erster Position. Gustav flügt jedenfalls. Hä? Gustav, das war so, pass auf, ich erklär das mal. Ich bin losgefahren und dann hat's hinter mir so gemacht. Ja, genau. Ganz gesagt, zufällig auf einmal. Mhm. Und dann hat es gesagt, was, Robert? Was total Schaden, Alter! Mann! Hat er jetzt lacht davon? Robert. Was denn? Was aufprallfacht 85G? What the fuck? Da ist man ja tot, Alter. Ja, bist du auch wahrscheinlich. Naja, okay, tot. Wenn es nur so ein paar Sekunden sind, nicht, tot. Aber... Mann, ey. Alter, der labert immer so viel Unsinn, der Junge, und dann stirbt er am Ende. Das ist wirklich gut. Das haben wir doch noch Mann, du hast mich wirklich gerammt, du Penner, Alter. Nein! Du verdienst einen Totalschaden, ey. Ja! Du hast nämlich auch einen. Wünsch dir den mal. Ja, ich wünsche den richtig für dich. Ja, guck mal, richtig gegenfahren. Ja, Mann. Geil von dir. Jetzt geradeaus einfach weiter. Nee, oh, schade. Geradeaus, richtig Gas geben, los. Oh, komm mal, richtig gegenfahren, ja, Mann. Und jetzt geradeaus einfach, guck, da bin ich gecrashed, ja, genau so. Was? Ja, genau der gleichen Stelle wie ich. Nein, Alter, was, echt jetzt? Nein, ja, oder? Nein, Scheiße. Oh. Wo seid ihr denn gecrashed? Ich mach das auch noch, Alter, ich bin... Warte, ich sag dir, wenn du da bist. Was zur Alter? Am Ende von der Straße hier, oder was? Nee, warte, ich sag's dir. Nee, hier noch nicht. Ist da wohl auch so eine komische S-Kurve auf jeden Fall. Mhm. Boah, Mann, ey! Scheiße! Ich bin jetzt in der letzten Runde. Ja. Ich glaub, hier nachher war das, oder? Nee, noch nicht. Ja, da vorne, genau, da vorne. Ah. So. So fährt man da lang. Schön abkürzen. Ja. So, der Shepard lebt aber noch, ne? Ja, weil der ist ganz schön am Straucheln auch. Ist jetzt gerade da, wo wir gecrashed sind. Aha. Ja gut, das sollte ich gewonnen haben, letzte Runde. Und ich bin auch jetzt im Ziel. Zack. Ach ja, die Folge geht ja schon mal lustig, Alter. Los hier. Ich fand vor allem, wie du darüber gelacht hast, Robert, als Paul Meister in Totalschaden hatte. Hä, was wackelt denn die Kamera bei ihm so mega? Das ist nur bei dir so, weil du jetzt nicht verdient hast, eine ordentliche Kamera zu kriegen. Mann, Alter, was laberst du denn die ganze Zeit? Scheiße, ich hab nicht mal eine Runde geschafft, Alter. So, ja, da hab ich gewonnen, Shepard ist Zweiter geworden, Watson 18 Dritter und Paul Meister Vierter. Dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Rennen. So, weiter geht's mit dem nächsten Rennen auf dem Donington Park in England, in Großbritannien. Wir fahren... Boah, Alter, wie der Wagen sich anhört. Man. Oh Gott, hier die Nadel! Ja, mit einem sehr schnellen Wagen fahren wir offenbar. Oh Gott. Die anderen haben sich wieder verabschiedet, beziehungsweise der Shepard da. Ah! Weil das Spiel bei mir öfters zwischendurch abstürzt. Sondern halt am Ende dann immer. Ich meine, Alter, Sound, Alter, das hört sich an wie so ein... Sorry. So eine Saftmaschine in der Küche oder so. Saftmaschine. Was ist das? Du bist so eine Saftmaschine, Alter. Alter, wie das Doppeldeutsch das ist. Mann, Saftmaschine für Säfte halt. Aha, schmeißt für mal Obst Körper, rein, kommt Saft raus. Körpersäfte oder was? Oh Mann, Alter. Witzack. Oh nee. Ich rede darüber jetzt nicht, ist mir zu eklig. So, dann machst du direkt hinter mir nur 0,6 Sekunden. Das ist eine ganz schön knappe Angelegenheit.
Danke, Pollmeister. Danke. Sorry. Alter. Oh, ups. Ja, cool. Hä? Was? Was? Ich wollte... Hey, ich Was? Hä? Ich wollte Gustav Rau in die Moment spawnt er sich weg, Alter. Wie unfair. Ja, ja. Hex. War wirklich so. Was, das kann Alter? Ich auch zuschauen. So, wir schauen Watson 18 mal zu. So, Leute, jetzt seht ihr auch mal. So sieht das Zuschauen aus in dem Spiel. Ich verstehe wirklich nicht, warum man das nur beim Totalschaden machen kann. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ja, damit man sich noch von anderen... ja, warum nicht am Ende des Rennens, wenn man fertig ist und die anderen noch nicht? Ja, das ist zu knapp wahrscheinlich. Die wollen mir was bieten. Was? Boah, der Sound, ey. Robert labert scheiße, würde ich mal sagen. So, wir können auch schön die Kamera drehen. Können wir... Warte, wir können doch Action-Cam sicher auswählen, oder? Nö, Action-Cam gibt's nicht, schade. So, kann man eigentlich direkt anderen Leuten zuschauen? Oh, nee, ansehen. Ach, jetzt kann ich ansehen, oder was? Genau, jetzt kann ich ansehen. Wie denn? Nein. Hä, hey, wir auf Ansehen klicken, bei mir ist dann direkt funktioniert. Ja, ich muss auf der Tastatur jetzt drücken. F2. RB ist es auch. RB, okay. RB ist Regionalbahn, aber egal. Oh. So, gibt's auch ein RE und ICE? ICE-Taste? Da, Watson 18, siehst du ganz hinten Paul Meister, wie er da langfährt? Ich sehe ihn sogar. Nee. Ist nur ein ganz kleiner Punkt auf meinem 4K-Bildschirm, aber ich sehe ihn. So, hier sehen wir Watson 18, wie er fährt. Aber es laggt wirklich gar nicht, ne? Das ist richtig cool. Ja. Also der Netcode von dem Spiel ist wirklich nicht schlecht gemacht. Der Netcode was? Der Netcode. Netzwerkcode. Achso. Die kann man fast mit Vollgas durchfahren eigentlich. Nicht überall, aber fast. Ja, das stimmt tatsächlich. Das fällt mir bloß gerade auf, weil Gustav gemeint hat, man muss nicht so bremsen, weil sonst ist ein Rennspiel, dann, wo er dann crasht ist. Aber es fällt mir jetzt wirklich gerade auf, hier kann man fast... Bis auf die Hardnadelkurve vom Ziel kann man echt Gas geben. Aber was nachts? Ich glaube, du kannst die Kurve noch ein bisschen enger nehmen, als du es machst. Ja, ich trau mich immer nicht, weil das... So meinst du? Ja, genau. Okay, ich versuch's. Immer von außen reinfahren in die Kurve quasi. Nee, nicht mal rasen. Also genau, von außen in und dann wieder außen. Also eine Hardnadelkurve. Ja, genau so, perfekt. Auch wenn man mal im Fernsehen das sieht, dann machen die es auch immer so. Nee, so nicht. Oh, shit. Ja, ja, ich weiß, das ist immer, ich habe auch gerade immer überlegt, wenn wir dem Fernsehen... Daran habe ich nämlich auch eben gedacht. Bei dem ersten Rennwagen-Rennen hier. Mit dem, also mit, sind alles Rennwagen, aber ich meine mit diesem Formel-1-Wagen. Da fahren die auch immer über diese... Cups meinst du? Die heißen... So, hier sehen wir Watson 18 von vorne. So sieht er aus. Er hat einen grauen Rennfahrerhelm auf. Und da wird das Bild ausgeblendet. Boah, ja, und Paul Meister hat mich voll in diesen Reifenstapel reingerammt und dann war ich instant death. Also. Ja, ich konnte es nicht kontrollieren, weil ich bin dann fast genau hinter dir gefahren. Ich wollte extra so ein weißes Stück ein bisschen weiter wegfahren von dir. Dann bist du aber so vor mich gefahren und abgebremst und dann war ich so, ah! Und bin halt voll nicht reingefahren. Ja, das war voll strange, wo genau nach dem Moment, wo Gustav dann rausgeflogen ist und dann wieder reinfahren wollte, da kam ich dann, war neben ihm, wollte ihn wegrammen und in dem Moment ist er weggespawnt. Ja, weil das Spiel war so, nee, Robert darf nicht rammen. Gut, im nächsten Rennen geht's weiter. Weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Wir fahren in Yokohama diesmal mit dem Nissan Silvia fahre ich. Ich glaube, ihr auch. Nee, ich fahre den Subaru. Ich auch. Nee, du fährst auch den Nissan, Robert. Lag mich mal nicht. Ach so, stimmt. Alter, sieht man hier richtig einen Smog, ey. Das haben sie richtig gut gemacht. Oh Gott. Ach, ist der Drift. Oh, ist der verkehrte Richtung. Das ist in die falsche Richtung gefahren. Hey, wie kann man denn in die falsche Richtung? LKW! Oh. Er hat gerade zu mir geredet, der Ingenieur. Dass ich näher ranfahren soll an den... an diese Markierung da. Den Ingenieur, ey. Das ist mein Ingenieur. Bei der Karriere hat er immer mit mir geredet. Er hat mich das ganze Let's Play lang begleitet. Ich vermisse ihn. War, ey. So, redet auf Japanisch, Alter. Ich verstehe gar nichts.
Show, muss wohl japanisch lernen. Ja, nur jetzt. Für dieses Spiel, Robert. Jetzt. Wir müssen jetzt so lange aufhören, bis du es kannst, ja. Komoshipai, was? Alter, wie fährt man denn um eine Kurve? Das klappt bei mir nie. Ich dreh mich immer raus. Drückst du die Handbremse, Robert? Nein. Oh. Ja, ich weiß ja nicht, wo sie ist. Ja. Dann versuch's rauszufinden. Stell's ein. Oh. Ich wusste ja nicht, dass wir die brauchen. Nein! Oh, fuck. Mann! Ja, fahr doch! Ich krieg schon wieder einen Ausraster hier. Die Social Competition. So, wir haben ja schon mal wieder einen guten Combo. Momentan bin ich auf Platz Numero 1. Und das sieht ganz gut aus für mich, Robert. Mit 8000 Punkten. Wie ich einfach so in einem Drift 8000 Punkte krieg, ne? 18 so insgesamt 8000. Ja, naja, so lustig ist das jetzt nicht. Watson 18 muss einfach nur mal versuchen rauszufinden, wo deine Drift-Taste ist. Also Drift-Taste. Ja, die Drift-Taste. Das ist wirklich die Drift-Taste, kann man eigentlich so sagen, ja. Wenn du die drückst, dann driftest du eigentlich sofort weg. Es geht, du kannst nämlich auf der Geraden dann immer wieder die Handbremse drücken, dann driftest du auf der Geraden richtig weg einfach und kannst den Kombo dadurch schön hochhalten. Oh, okay, das war jetzt ein dummer Fehler von mir. Da wollte ich zu viel. Ah, wow, das war richtig kacke gerade. Hast du jetzt die Drift-Taste gefunden? Ja. Und kommst du klar damit oder ist es schwieriger? Bisschen besser. Wow, shit. Also ich drücke auf der Geraden immer die Handbremse so ein bisschen und dadurch kann ich dann den Kombo noch verlängern. Ah, okay, alles klar, ja. Oh, 33.000 Punkte, nicht schlecht. Ja, jetzt häng ich hier Müll drin, Alter. Ja, da gehörst du auch hin. Ach, kannst du... Im Müll. Ja. Dann mach, dass du da rauskommst. Wir sind eine Mutter. Boah, mal 7. Komm schon, ich will mehr. Ich will mehr. Okay, vorbei. Naja, 914.000. Ist doch ganz okay bisher. Ha! Mann! Was redet denn da auf? Ja. Warum regst du dich darüber denn immer so auf, Alter? Es nervt. Lass ihn doch reden, Alter. Es nervt. Willst du auch, dass ein Japaner so sagt? Auf Japanisch? Alter, was redet der ganz oft auf Deutsch? Der soll mal aufhören oder auf Japanisch reden, Alter? Ja, das stört doch nicht. Das verstehe ich ja nicht. Aber dich stört es, wenn er auf Japanisch redet. Ja. So ein Penner. Mann, jetzt... Ja, scheiße, Mann. So ein Penner. So ein verdammtes Arschpenn-Dingsbums-Darums. Arschpenn-Dingsbums. Alles klar. So, ich bin im Ziel. 20 Sekunden bis Rennende. Pornmaster auf Platz 2, Watson 18 auf Platz 3. Und, ja, wir warten mal, bis die anderen ins Ziel kommen. Noch 10 Sekunden habt ihr. Schafft ihr es noch, oder? Ah ja. Oder nicht so? Nein, oh, ich hätte nochmal 13.000 Punkte gekriegt. Willst du mich verarschen? Oh, 433.000 Punkte. Watson 18 sogar 70.000. Also Watson 18 steigert sich. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Gut, dann geht's im nächsten Rennen weiter. Ja, das hast du. Weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Wieder ein Drift, diesmal auf Okutama. Da sind wir noch gar nicht gedriftet. Und jetzt driften wir mal. Ach, stimmt, der Drifter-Ring. Ja, ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern hier überhaupt. Ach doch, da habe ich, glaube ich, einmal erst gedriftet hier auf der Strecke. Wow.
Achso, oder zweimal oder so. Stimmt, ganz am Anfang. Jetzt erinnere ich mich. In der ersten Folge oder so. Boah. Der Drift hätte schon mal schlechter sein können. Jetzt hat natürlich dieser Ingenieur auch mit mir geredet gerade. Ja. Was hat er gesagt? Dass ich nicht an die Fahnen ran soll. Ja. Dann kriegst du mehr Punkte. Ja, man Bonuspunkte, wenn man die... Wow. Mist. Kann man eigentlich auch außerhalb von Japan Drifts machen oder ist es immer nur in Japan? Ehrlich gesagt, glaube ich, dass das immer nur in Japan was? Ist. Was? Hundertprozentig bin ich sicher, bin ich jetzt nicht. Mann, was seid ihr immer so besser als ich? Das ist irgendwie scheiße jetzt gerade. Also macht es keinen Spaß mehr. Jawohl, wenn ich sehen könnte, wie du driftest, dann könnte ich dir Hinweise geben, wie du es besser machen kannst. Das macht total Scheiße. Leider sehe ich jetzt gerade nicht, wie du driftest. Mann, Alter, es ist doch nicht wahr. Fahr doch jetzt mal bitte normal zuerst mal wieder. Kurz so bis zur Kurve, dann kann ich wieder driften hier. So. So. Was? Man meist das Erste. Cool. Jetzt bin ich Erster. Hä, hey, man kann doch gar nicht so viel haben, das ist völlig unlogisch in den Kurven. So viel Platz ist doch da gar nicht. Wenn es durch die Combo. Ja. Wenn du die umso höher die Combo geht, dann kriegst du mal irgendwann mal 9 oder mal 10 mal das, was du an Driftpunkten insgesamt geholt hast. Doch, ist wirklich so. Sonst hätte ich doch niemals 1 Million Punkte geschafft. Bei einem, als ich da vorhin gefahren bin. Und der Flaggenbonus gibt auch nochmal ordentlich was. Das also stimmt, der Fahnenbonus. Wenn man ganz nah um die Fahne rumdriftet. Mann! Ah, schade, vorbei. Aber, mein Meister, das ist echt nicht schlecht. Ja, langsam ist raus. Ja. So, mal 5, mal 6. Watson 18, was hast du normalerweise so viele Kombos? Keine. Du musst mal versuchen, die Drifts so zu verbinden, dass du ach, das meinst du. Auf der Straße, so, also auf der Geraden, so, auch so ein bisschen mit der Handbremse driftest. Damit es dann weitergezählt wird, der Drift. Immer weiter. Und nicht mehr aufhört. Das ganze Rennen lang. So wie bei Need for Speed Carbon, aber das ganze Rennen so einen ganz langen Drift. Und dann so habe ich so einfach so 1 Million und die anderen so. Nee, wie viel hatte ich so? 400.000, andere so 20.000. So cool. Nein, ich will die Kombo nicht kaputt machen. Ach komm. Alter, schon. Mein Kombo ist. Alter! Direkt 1 Million, Alter. Ernsthaft? Oha, Paul Meister, was tust du? Was hast du für ein Kombo gehabt? Ich hab mal 12. Okay. Mal schauen, was ich gleich krieg. Wenn der Kombo hier vorbei ist. Oh, mal 5, fuck, Alter. Boah. Alter, jetzt nicht verlieren. Nicht verlieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, also so Alter, hatte ich was? Noch nie. Alter. Oh. Ja. Komm schon. Yes. Was? Was? Alter. Was hast du getan? Das geht gar nicht. Mal 24. Oh, Alter! Oh, hey. Alter! Alter, fett, Mann, so viel hatte ich noch nie. Oh, oh, shit, Alter. Boah. Glück gehabt, ey. Joa, das war doch mal ein schöner Abschluss für die Folge. Ja. Ich bin Erster geworden, Pullmaster Zweiter, Watson Dritter. Ja, in der nächsten Folge war das jetzt die wievielte? Vierte. Genau.
dann ist die nächste Folge die letzte Folge des Multiplayers. Da werden wir noch ein paar weitere Rennen spielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann bis zur nächsten Folge und tschüss. Ciao. Ciao.